Willkommen auch in diesem Jahr auf der Aktionsfläche der Johanniter bei der Florian-Messe. Viele ehrenamtliche Kräfte kommen hier immer wieder zusammen, um euch zu zeigen, was die Johanniter so drauf haben. Und das zeigen wir euch jetzt. Bei uns steht natürlich auch in diesem Jahr wieder Reanimation im Fokus für Menschen, die nicht jeden Tag, so wie wir, Leben retten. Hier üben wir mit allen Messebesuchern die Reanimation und zeigen ihnen, wie es funktioniert. Vor allen Dingen soll es aufklären darüber, dass Reanimation gar nicht so schwer ist und man es immer machen sollte, sobald eine Person bewusstlos ist und nicht mehr atmet. Notruhe absetzen und drücken. Ich freue mich ganz besonders, dass wir auch dieses Jahr wieder ganz viele Johanniterinnen und Johanniter aus ganz Deutschland hier am Stand begrüßen dürfen. Die Kollegen aus Köln sind mit einer Drohne hier. Wir haben die Kollegen aus dem Bergischen Land mit Fahrzeugen der universellen Katastrophenschutzeinheit. Wir sind mit zwei Fahrzeugen bei uns aus dem Regionalverband hier. Einmal rechts hinter mir der große Unimog U5023. Dieses Fahrzeug ist ausgelegt, um 4 Tonnen Material zu transportieren. Und hier links sehen wir noch unser kleines ATV. Mit diesem Fahrzeug können wir auch in unwegsamem Gelände schnell helfen. Wie man sieht, hinten auch eine Schleifkorbtrage verbaut ist, mit der auch Personen dann liegend hinausgebracht werden können. Wir sind Johanniter International und wir zeigen euch hier das europäische Forschungsprojekt MedFirstMR. Es geht um Mixed Reality Training für Rettungskräfte, um sie gezielt auf stressige Großeinsätze mit vielen Verletzten vorzubereiten. Wir nutzen dabei medizinische Simulationspuppen kombiniert mit virtuellen Umgebungen. Dabei kommen auch Biosensoren zum Einsatz, die dann das Stresslevel der Retter während der Übung messen. Dadurch sollen am Ende die Handlungssicherheit gestärkt werden und die Bewältigungsstrategien der Retter verbessert. Unsere Rettungshundestaffel aus Heidenau, die helfen nicht nur in Sachsen mit unseren Vierbeinern zusammen, sondern wir sind in ganz Deutschland unterwegs. Und dafür wird jede Woche trainiert, damit unsere Freunde natürlich auch helfen. Bei Verschüttungen, Überschwemmungen oder anderen Situationen, in denen unsere Nasen nicht mehr helfen. Ich bin Paula mit meinem Boxer-Labrador-Mischling Gonzo. Der ist 4 Jahre alt und geht nächsten Frühjahr in die Prüfung. Wir suchen gemeinsam nach vermissten Menschen. Dazu rücken wir Pi mal Daumen einmal die Woche aus. Wir haben also pro Jahr 40 bis 50 Einsätze und suchen da Hand in Hand mit den anderen Organisationen nach vermissten Menschen. Herzlich willkommen auf der Florian 2023. Wir bringen euch gern Themen näher zur Zusammenarbeit der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei Sachsen. Das und vieles mehr gibt es bei den Johanniter zu sehen. Es ist aber nicht möglich ohne die vielen Menschen, die mit dazukommen. Und zwar nicht nur aus Sachsen, sondern eben aus allen möglichen Bundesländern und uns hier auf der Florian-Messe unterstützt haben. Vielen Dank dafür und wir freuen uns auf nächstes Jahr, wenn wieder viele, viele mit dabei sind.